sind. In der Regel ist es der Mackie-Schnitt. Und was steht dahinter? Angst. Dahinter steht, was ich hab, das hab ich. Also was da jetzt steht, nehme ich doch lieber komplett mit. Und dabei schneidet man sich grandios ins eigene Fleisch und weiß es nicht. Ja? Also bleibt alles beim Alten. Puh. Ja? Also was heißt das? Noch viel Luft nach oben. Erkennen, wir müssen alles von unten denken, vom Potenzial her. Wieso ist unter dem Grasland dieser Welt mehr und laut FAO 50% mehr Kohlenstoff gespeichert als in den Waldböden? Das setzt aber voraus, dass man, ich mache es mal mit Händen und Füßen, dass man nicht kürzer beweidet als 6 cm. Zum Leben gehört eben das Soziale dazu und das ist mir so wichtig. Es gehört eine ganz andere Förderung für Betriebe, die entsprechend so unterwegs sind. Ja. Wer tatsächlich gut mit Weidetieren hantiert und die dann auch als Nutztiere nutzt, gehört natürlich ganz anders gefördert. Brauchen, also sage ich jetzt natürlich aus meiner Sicht auch dir gegenüber, wir brauchen junge Menschen, die eben jetzt da einsteigen und zwar indem die Landwirtschaft ihren Job tut. Nämlich tatsächlich für Bodenfruchtbarkeitserhaltung und Bodenfruchtbarkeitsförderung sorgt, kann sie gar nicht anders als das Klima entlasten. Das ist der wunderbare Zusammenhang. Und konkret heißt es, unsere Landwirtschaft kann nur enkeltauglich sein, wenn wir sie als Landschaft verstehen. Ja, die positiven Effekte werden wir nur in Mischkulturen und so weiter auf Dauer nutzen können. Ja, hallo zusammen. Heute hier auf den Ökofeldtagen mit Anita Idel. Freut mich, dass du dir Zeit nimmst, dass wir hier sprechen können. Hier in den schönen Weiden der Staatsdomäne. Leider noch anders gemanagt, aber wir hören jetzt hoffentlich, wie wir hier Bodenfruchtbarkeit erzeugen können. Vielleicht ein paar Worte zum Einstand, ein bisschen zu deinem Hintergrund. Bisschen zu meinem Hintergrund. Also Oder ich freue so. mich auch. Schön. Prima, weil hier ist ja ganz schön viel los und insofern prima, dass wir uns jetzt hier zwischendurch Zeit nehmen. Ich habe Agrarwissenschaften studiert und Tiermedizin. Und das qualifiziert mich definitiv nicht für eine enkeltaugliche Landwirtschaft. In beiden Studien sind wir ausgebildet worden, gut zu reparieren. Mit anderen Worten, diese beiden Studien waren darauf ausgerichtet, jeweils zu maximieren und nicht zu optimieren. Und reparieren heißt dann im tierischen Bereich Antibiotika, Antiparasitika, Desinfektionsmittel, Symptome. im pflanzlichen Bereich entsprechend Fungizide, Herbizide, Pestizide. Und wenn wir dann den Boden völlig kaputt machen, kommt der synthetische Stickstoffdünger mit Antworten. Mit anderen Worten, die Antwort heißt immer chemische Industrie. Und das ist auch der Hintergrund unserer Ausbildung. Drittmittelforschung spielte früher schon eine Rolle, spielt inzwischen eine noch viel größere Rolle. Die Antwort ist immer chemische Industrie. Maximieren, ins Risiko gehen, das Gegenteil von Vorsorgeprinzip. Für meine politische Arbeit ist es natürlich super gut, dass ich diese beiden Studien durchlitten habe. Wir haben im Tiermedizinstudium gesagt, wir werden ausgebildet, also eine kleine radikale Gruppe, die Arbeitsgemeinschaft Kritische Tiermedizin, die ich Anfang der 1980er Jahre mitgegründet habe. Wir haben gesagt, wir werden ausgebildet zum verlängerten Arm der Fleischindustrie. Und das ist auch genau der Fall. Und insofern, um eingangs dieses Fazit zu ziehen, das Krankhafteste an dieser Ausbildung ist eigentlich der völlig kranke Naturbegriff. Nämlich ganz kapitalistisch nur in Konkurrenz zu denken. Es gibt nur Egoistenpflanzen, ja, und alles andere ist dann Feind. Und so ist man in der Medizin, Humanmedizin, Tiermedizin zum Hypochonder ausgebildet. Überall Keime, die sind alle der Feind. Und töten, Ja, töten. und dann entsprechend, ich nenne es das die DDT-Denke. Und die gab es mal und die gibt es eigentlich immer noch. So, und jetzt reden wir aber Genau. über die Zukunft. Ja, genau. Du bist politisch aktiv, hast das Buch Die Kuh ist kein Klimakiller geschrieben, wo es eben um viel um Weide, um Grasland, wie du es nennst, geht. Kannst du ein paar Worte zu sagen, diese Koevolution? Die Koevolution, die ja überall stattfindet.
Und da aber Grasland das größte Biom ist auf der Welt, also mit anderen Worten, es gibt keine Pflanzengesellschaft, die so verbreitet ist auf dem Planeten Erde wie das Grasland, ist es eben da besonders wichtig zu wissen, Grasland ist in Koevolution mit dem Weidetier entstanden. Und das ist eine Entwicklung, die geht 60 Millionen Jahre zurück. Gräser, Gräslein gab es auch vorher schon, aber damals begannen diese Gräslein rasenartig, flächenartig zu wachsen. Und parallel, das weiß man aber erst so aus den letzten Jahren, wo man das nachweisen kann, begannen bestimmte Tiere hochkronige Zähne zu entwickeln. Also da geht diese Koevolution zwischen Weideland und Weidetier los, die man zudem denken muss. Und deshalb müsste auch jegliche Forschung, die mit dem Grasland zu tun hat, jeweils auch das mit berücksichtigen, was in der Regel nicht der Fall ist. Ja, in Amerika, wo tatsächlich mit der Beweidung dann geforscht wird, das schon eher. Aber wir haben hier völlig abgehobene Graslandforschung, in der dann Gräser meistens so als Bonsai-Bäume behandelt werden. Aber Bäume haben eine völlig andere Wachstumsdynamik. Und wenn wir uns heute fragen, wo sind die fruchtbarsten Ebenen auf der Welt, die Prärien Nordamerikas, die Pampas Südamerikas, die Mandschurei in Südostasien, die Ukraine oder auch unsere besten 100-Punkte-Böden in den deutschen Tieflandsbuchten, was ist das gemeinsame Vielfache? Es sind alles Steppenböden. Und Steppe heißt Gras. Und Gras bleibt auf Dauer nur Gras, wenn es genutzt wird. Und das bedeutet, dass offensichtlich die Art der Beweidung, eben eine saisonale, nachhaltige Beweidung, letztendlich Bodenfruchtbarkeit fördert. Und da arbeite ich halt dran zu erklären, wie kommt das zustande. Dann knüpfen wir doch da gerade an. Und wie kommen wir denn dazu, dass wir nicht nur Grünland haben, das ja schon allgemein irgendwie nachhaltiger und besser ist, aber dass wir da wirklich Bodenfruchtbarkeit, also diese Schwarzerdeböden als Bild, sagen, okay, wie kriegen wir das hin? Genau, mit leuchtenden Augen, Schwarzerdeböden als Bild, denn es gibt eben beides und in beiden Fällen ist die Kuh als Synonym für Weidetier, nachhaltige Beweidung, ganz wichtig. Wir haben einmal die nicht ackerfähigen Böden. Da wollen wir die Weidetiere haben. Zu steil, zu steinig, zu nass, zu trocken. Und aber auch auf guten Böden immer wieder bis hin eben zum Regenerieren von desaströs heruntergewirtschaftetem Ackerland, wo ein unglaubliches Potenzial ist. Ich steige mal beim Stichwort Klima ein. Gerne. Die Landwirtschaft hat definitiv nicht die Aufgabe, das Klima zu retten, aus meiner Überzeugung, sondern Landwirtschaft hat die Aufgabe, dauerhaft Ernährung zu sichern. Das geht definitiv nicht so wie unsere Mainstream-Landwirtschaft. Ich war ja auch Mitschreiberin, Mitautorin des Weltagrarberichts und da war ja die Frage, rennen wir immer mehr vor die Wand, trotz oder wegen des Mainstreams in Wissenschaft, Forschung, Ausbildung und Lehre? Ja, eindeutige Antwort, wegen, und das gilt auch weiterhin so. Und indem aber die Landwirtschaft ihren Job tut, nämlich tatsächlich für Bodenfruchtbarkeitserhaltung und Bodenfruchtbarkeitsförderung sorgt, kann sie gar nicht anders als das Klima entlasten. Das ist der wunderbare Zusammenhang. Aber eben nicht sich beschränken auf den Klima- und Kohlenstoffspeicheraspekt, denn dann fangen wir an, nur noch technisch zu denken. Wie kriegen wir maximal Kohlenstoff in den Boden? Und dann sind wir von der ganzen Organik und vom ganzen Leben nämlich wieder weg. Ja. So. Dann haben wir es wieder aufs Kleine reduziert. Und damit und die falsche Schlussfolgerung gezogen und dann wird es falsch. So, der Zusammenhang, wie machen wir denn jetzt, deine leuchtenden Augen, Schwarzerdeböden, wie machen wir das denn jetzt? Das hat eben wieder was mit der Koevolution zu tun und mit der Tatsache, dass Gräser eine völlig andere Wachstumsdynamik haben als alle anderen Pflanzen. Konkret, um sich das vorzustellen, wenn Gräser beweidet worden sind oder auch abgemäht worden sind, dann sind die ja oben gerade abgeschnitten. Erfahren einen Wachstumsimpuls durch die Beweidung, durch die Nutzung. Und wenn die jetzt wieder wachsen, dann fangen die ja nicht an, dass jetzt hier wieder die Spitze
drauf kommt, sondern das Wachsen erfolgt aus der Basis, also wird hochgeschoben. Mhm. Und nur neue Gräser, die kommen auch aus der Basis, die haben dann noch immer noch ihr spitzes Hütchen auf. Ja. So, also Weide, also Gras, erfährt einen Wachstumsimpuls durch die Nutzung. Mhm. Jetzt reden wir ja bei der Beweidung auch vom Offenhalten. Mhm. Nun ist ja eine naheliegende Frage, wieso reagiert auf dieses Offenhalten Gras mit einem Wachstumsimpuls? Mhm. Aber die Baumschösslinge, die da wachsen, kriegen ja offensichtlich einen vor den Bug, also Wachstumsdepression, obwohl das Weidetier ja dasselbe tut. Mhm. Warum ist das so? Andere Wachstumsdynamik. Die Bäume und auch die meisten anderen Pflanzen wachsen aus dem Spross heraus. Ja. Und wenn ich nur einen habe und der ist abgeweidet worden, dann war es das. Das geht auch schon in die Richtung Schwarzerde, fruchtbare Böden. Wieso ist unter dem Grasland dieser Welt mehr und laut FAO 50% mehr Kohlenstoff gespeichert als in den Waldböden? Mhm. Man würde es ja genau anders erwarten. Ja. Das liegt eben daran, dass das Graswachstum viel mehr auf unterirdisch ausgerichtet ist. Das Spross-Wurzel-Verhältnis ist beim Grasland 1 zu 2 bis 1 zu 20. Mhm. Also viel mehr Speicherung in den Boden. Mhm. Die Wurzeln von heute sind der Humus von morgen. Erwartet hätte man ja, die Waldböden sind kohlenstoffreicher. Da ist das mit dem Wachsen genau umgekehrt. Du hast 2/3 oberirdisch und 1/3 unterirdisch. Mhm. Die Bäume speichern nach oben. Gras speichert auch, aber bleibt eben nicht bei der Wurzel stehen, sondern die verrotten dann und dadurch dann die Boden- und Humusbildung. Und das ist eben das, wo man von der Wahrnehmung her begreifen muss, wir müssen den Faktor Zeit mit bedenken. Wenn du hier einen Hektar Wald hast und hier einen Hektar Grasland und fragst dann jemand, was ist jetzt hier sinnvoll fürs Klima, wird jeder sagen, naja, welche Frage? Mhm. Natürlich der Wald. Was wir nicht bedenken, bei dem Wald gucken wir auf Bäume, die sind 20, 40, 60 Jahre alt. Mhm. Ja? Sagen wir mal im Schnitt 40. Wir müssten also hier, wo wir auf eine Vegetation gucken, mal eben 40 Jahre zurückgehen und uns anschauen, was ist jetzt hier gewachsen an Biomasse oberirdisch innerhalb der letzten 40 Jahre, also diese Säule aufsteigen lassen, könnten parallel das gebildete Fleisch und die gebildete Milch können wir hier als Säule aufsteigen lassen. Also das wäre auch noch eine nette kleine Kurzgrafik, ja, die man so entstehen lassen kann. Gut, und dann eben noch der Aspekt, und was ist noch im Boden passiert? So, dann werden wir dem Grasland gerecht. Mhm. Und wenn wir das gesamt nicht tun, werden wir das nicht. Mhm. Und wir lesen in der Literatur ganz viele Vergleiche, wo eben nur die pflanzliche Biomasse verglichen wird zwischen den Bäumen und den Gräsern. Mhm. Und dann ist aber der Aspekt draußen, dass ja das Gras deshalb so in seine Wurzeln investiert, um daraus sich seinen Boden auch zu bereiten. Also beides. Ja. Und das fällt dann weg. Mhm. Also nur, wenn wir die gesamte, wenn wir ein Ökosystem angucken und das dann messen und da den Kohlenstoffgehalt, ne, also beziehungsweise die Biomasse plus das Gebildete im Boden, dann wird ein Schuh draus. Mhm. Ja. Und nochmal wichtig für alle Försterinnen und Förster, ja, das ist jetzt mitnichten irgendwie was gegen Wald, sondern alles nur für die angemessene Wahrnehmung des Graslandes und eben Grasland eben in seinem Nutzungskontext. Denn, ganz wichtig, man kann tatsächlich diesen Wachstumsimpuls, der eben entsteht durch das Beweiden, imitieren durch die Maat. Also wirklich, das kann man wirklich imitieren. Was man nicht imitieren kann, sind die Effekte für die Biodiversität. Ja. Ja, da bei entsprechenden Besatzdichten sucht sich das Rind entsprechend was aus, wenn ich es nur lasse, wenn ich ihm die Möglichkeit gebe. Und insofern, da wir ja in vielen Bereichen tatsächlich unsere Weidetiere im Winter nicht draußen haben können, müssen wir auch mähen, müssen wir für Winterfutter sorgen, aber dieses dann eben auch in einer nachhaltigen Form, und da ist auch ganz viel Luft nach oben, eben nicht, ich bin in einem Programm, wo ich dann bis zum 1. Juli nicht mähe, aber am Tag X plus 1, alles weg,
Mit anderen Worten, ich habe dann meine Bodenbrüter, die habe ich erhalten, die sind flügge geworden, die sind aus den Eiern raus und so weiter. Und jetzt sind aber plötzlich schon die Insekten großräumig weg, die ja diese Jungvögel ja auch haben wollen. Ja? Also auch da müssen wir viel mehr in Zeiträumen denken und auch bei einem, wenn wir jetzt schon bei den Insekten sind, bei einem Ackerrandstreifen, das ist Futter, aber dann ist der wieder weg. Also ist er kein Lebensraum. Ja. Ich brauche für die Insekten Lebensräume, wo man wohnen kann und sich ernähren und sich fortpflanzen und wo man die Eier ablegen kann und, und. Also viel, viel Luft nach oben, und das fasse ich zusammen. Ich sage ja immer, denken und handeln in fruchtbaren Landschaften. Und konkret heißt es, unsere Landwirtschaft kann nur enkeltauglich sein, wenn wir sie als Landschaft verstehen. Da gehören dann Wegränder dazu, da gehören Waldränder dazu, da gehören diese Übergangszonen dazu. Ja. Und insofern, wir reden schon viel von Agroforst, aber da fehlt noch die Weide. Ja, in Südamerika sagen wir Silvo Agropastoril. Ja. Also da gehört noch mehr zusammen gedacht und genutzt. Und das gibt es großräumig und das gibt kleinräumig. Ich finde es ein total schönes Bild, dieses Bild der Landschaft. Und dann kann, glaube ich, die meisten Menschen auch was mit anfangen. Ja, wie, in was für einer Landschaft fühle ich mich wohl? Wo ist es was fürs Auge? Wo ist was für die Sinne? Und dann kommen wir, glaube ich, auch an einen Punkt, wo auch was für die Artenvielfalt da ist. Also wenn du eine völlig ausgeräumte Landschaft, das sind ja diese Bilder mit den Mähdreschern, die ja immer noch als Werbefotos unterwegs sind. Ja. Kein Baum, kein Strauch, arbeitswirtschaftlich genial. Klar. Aber alles nichts. Ja. Und geht nicht auf Dauer. Ja. Ja. Also insofern viel Luft nach oben, wenn wir tatsächlich die Dinge wieder zusammendenken, was dann scheinbar komplizierter ist. Aber anders geht es eben nicht. Anders geht es nicht auf Dauer. Ja. Und das ist ja auch wieder der Faktor Zeit. Ne? Uns werden dann eben Ernteergebnisse präsentiert und dann wird gesagt, naja, kann man mit dem Ökolandbau die Welt ernähren? Naja, auf jeden Fall auf die Art und Weise, wie derzeit konventionell und industriell erwirtschaftet ist, eben auf jeden Fall nicht auf Dauer. Das ist der Punkt. Nicht auf Dauer. Wenn und dieses Moment auf Dauer, dieser Faktor Zeit, der muss bei Landschaft, bei Natur immer mitgedacht werden. Sonst machen wir so richtig was falsch. Ne? Ja. Also ich halte fest, wir können, wenn wir unser Grasland richtig nutzen, da was sowohl für Artenvielfalt als auch für die Bodenfruchtbarkeit tun, also für unser langfristiges Existieren auch als Menschheit. Ja. Vielleicht ein paar konkrete Tipps, oder wie würde ich jetzt als Bauer, wenn ich jetzt Lust gekriegt habe, ich weiß, du tust ja da so ein bisschen schwer mit irgendwie Patenten, aber so vielleicht ein bisschen mal, um einen Einstieg zu kriegen. Ja, danke, dass du es mir leicht machst. Tatsächlich, bei meinen Vorträgen erkläre ich die Welt. Auf dem Betrieb stelle ich eigentlich nur Fragen. Warum machst du das so? Warum machst du das so? Du machst es deshalb so? Aha, erreichst du das auch? Nein, warum machst du es trotzdem? Also nur über solches Hinterfragen. Also es gibt keine Rezepte, jeder muss auf seinen Flächen, und deshalb ist natürlich auch eine Dauerpräsenz auf bestimmten Flächen so wichtig, Erfahrung sammeln, und das natürlich auch gerne über Generationen. Also was ist nun tatsächlich so ein Paragraph 1 der Grünlandnutzung? Im Rahmen dieser Koevolution hat sich eben notgedrungen, eben das Gras darauf eingestellt, dass es eben diese Weidenutzung nun mal gibt. Und es hat es für sich geschafft, es zu nutzen und eben zum Wachstumsimpuls sozusagen umzudrehen. Und das setzt aber voraus, dass man, ich mache es mal mit Händen und Füßen, dass man nicht kürzer beweidet als 6 Zentimeter. In dem Augenblick, wo ich kürzer bin, jetzt auf Ebene einer einzelnen Graspflanze, wenn ich jetzt kürzer abgeweidet habe als 6 Zentimeter, dann ist hier oben oberirdisch nicht mehr genug Grün, nicht mehr genug Energie, ATP, Adenosintriphosphat. Und das ist jetzt der einzige Technikvergleich, den ich wage. Das ist wie beim Auto beim Anlassen. Da reicht nicht der Benzintank, dafür brauche ich die Batterie. Ja. Und hier muss eben hier genug Grün drin sein. Wenn das nicht ist, kommt Plan B, bildet nämlich die einzelne Graspflanze Wurzelmasse zurück. Und mit der Energie schiebt sie dann Grünwachstum nach oben, bis dann wieder die kritische Masse erreicht ist, immer auf Basis jeder einzelnen Graspflanze. Und dann kann es wieder losgehen mit der Photosynthese.
Und das ist ja auch so wichtig. Viele studierte Agrarwissenschaftlerinnen und Agrarwissenschaftler, die man fragt, wieso können Böden wachsen? Kommt ganz häufig immer noch das als Antwort, was auch bis noch vor 10, 20 Jahren in jedem Erdkundebuch drin stand. Bodenwachstum ist Gesteinsverwitterung. Mhm. Na, da wird an die Mineralstoffe gedacht, die brauchen wir auch, aber absolut. Es ging um die Masse, um das Massenwachstum. Also aus Gesteinsverwitterung wachse ich nicht, da ändere ich nur die Konformation. Also woher kommt das Wachstum? Ja, mithilfe der Sonne, CO2 aus der Atmosphäre, sodass dann jede Tonne zusätzlich gespeicherter Humus die Atmosphäre um 1,8 Tonnen CO2 erleichtert. Was heißt das jetzt wieder für unsere Graspflanze? In dem Augenblick, wo ich jetzt also hier Wurzelmasse ja zurückgebildet habe, stand die ja nicht zur Verfügung zum Bodenbilden. Dann wird auch deutlich, was dauerhaft unter nachhaltiger Beweidung gemeint ist. Ja? Man kann alles gut und schlecht machen. Ich kann gut mähen und schlecht beweiden. Und umgekehrt, ich kann auch alles versuchen zu optimieren. Wenn dann das nächste Weidetier oder die nächste Nutzung schon wieder kommt, bevor die Wurzelmasse wieder aufgefüllt oder sogar vermehrt war, dann gehe ich also in den nächsten Nutzungszyklus mit noch weniger Reserve. Und dann versteht man auch den Begriff Überbeweidung. Irgendwann ist dann eben Schluss. Irgendwann ist die Batterie leer. Ja, und das kann ich im Sahel machen und überall. Ja? Und das Traurige ist, wenn man derzeit die Bauernblätter in Deutschland liest, nach dieser unglaublichen Trockenheit vom letzten Jahr, wurde ganz konkret, ich lebe in Hessen, lese den Hessenbauern und war sehr gespannt, ob da denn jetzt dann doch mal ein anderer Rat kommt in Bezug auf die Grünlandnutzung. Und dann kam tatsächlich vor etwa 2 Monaten im Editorial die Frage, müssen wir in unseren Grünland-Saatmischungen was ändern? Da war ich ja neugierig. Schon im Editorial wurde die Antwort vorweggenommen, nein. Dann kam der eigentliche Text, der zur Hälfte völlig korrekt war, deutlich gemacht hat, was waren denn die Pflanzen, die uns jetzt als erste aus den Latschen gekippt sind. Das deutsche Weidelgras kann ja nichts dazu, dass es seit Jahrzehnten als Stickstofffresser gezüchtet wird, wozu aber Wasser gehört. Ja, die Stickstoffaufnahme geht eben nur, wenn da von oben was kommt. Also wir wollen unser Grünland auch noch beregnen. Also war dann die Rede von anderen Gräsern, die eben wesentlich trockenresistenter sind, aber dann natürlich einen anderen, nämlich geringeren Futterwert haben. Und dann kam sozusagen der Break im Text. Und dann wurde nicht mehr von unten, von den Verhältnissen her, Boden, Wasser, Trockenresistenz geguckt, sondern dann wurde gesagt, ganz kurz, naja, aber unser Milchvieh hat doch einen ganz anderen Bedarf. Also können wir ja auf die Weidelgräser gar nicht verzichten, also bleibt alles beim Alten. Puh, ja, gut. Ich bin ja Optimistin, eine rheinische Frohnatur, also was heißt das, noch viel Luft nach oben. Erkennen, wir müssen alles von unten denken, vom Potenzial her, Resilienz für Permanenz, ja, und daraus eben Kraft ziehen. Regenerative Landwirtschaft ist das dann letztendlich. Ja. Und da ist unglaubliches Potenzial, aber wir nutzen es nicht. Wenn ich jetzt schaue, es ist selten, dass man eine Mahdfläche jetzt sieht nach dem ersten oder zweiten Schnitt in diesem Jahr, wo 6 oder mehr Zentimeter noch sind. In der Regel ist es der Mäcki-Schnitt. Und was steht dahinter? Angst. Dahinter steht, was ich habe, das habe ich. Also was da jetzt steht, nehme ich doch lieber komplett mit. Und dabei schneidet man sich grandios ins eigene Fleisch und weiß es nicht. Ja? Und das ist ja meine Hoffnung, wenn man erstmal dann mit jemand ins Gespräch kommt, kann man das thematisieren und deutlich machen. Denn gerade auch bei Hitze und Wind ist natürlich auch die Austrocknung dann noch viel größer. Das heißt, fürs Mikroklima mache ich was ganz Problematisches. Und wenn wir dann denken, nicht das letzte Jahr, 2018, sondern 2017, dieser unglaublich nasse Herbst. Wir brauchen ja diese Rhizosphäre, den Wurzelraum. Den brauchen wir überall, aber vor allen Dingen natürlich bei unserem Dauergrasland gehört er zum Leben dazu, als Wasser aufnehmen können. Maximal und auf diese Weise Wassererosion verringern.
und dann als Wasserspeicher, um möglichst lang zu halten. Mhm. Alles Potenziale, die wir kaum nutzen. Mhm. Und indem wir eben hier Mäcki-Schnitt machen und dann entsprechend wieder Wurzelmasse rückbilden können, degradieren wir permanent eben unser Grasland. Mhm. Und darin liegt ein unglaubliches Problem, weil dann die Potenziale des Graslandes sich nicht, die sind nicht selbsterklärend. Mhm. Ja? Man sieht es nicht, man traut ihm nichts zu. Mhm. So. Und ich bin überzeugt davon, dass die Tatsache, dass wir jetzt auch in unseren Breiten das Insektensterben so brutal spüren, entscheidend was mit der Intensivierung der Grünlandnutzung der letzten 15, 20 Jahre zu tun hat. Mhm. Wenn man sich das überlegt, der Ackerraum war, weil der Lebensraum zerstört war, Hecken und so weiter, schon lange nicht mehr attraktiv. Kombiniert natürlich mit den Giften, die die Ackerunkräuter, die ja viel Blühpflanzen waren, notwendig für die Insekten, eben radikal ausgemerzt hatte. Der entscheidende Lebensraum war dann das Grünland. Mhm. Ja, das haben wir einmal enorm dezimiert. Mhm. Ja. Nur mal so eine Zahl. Weltweit haben wir von der landwirtschaftlichen Nutzfläche 70% Grasland und 30% Ackerland. Mhm. In Deutschland ist es weniger als umgekehrt. Mhm. Wir sind bei 28% Gras und 72% Ackerland. Mhm. Also einmal eine quantitative Einschränkung vom Grünland. Und dann eine Intensivierung, dass es eben kaum mehr zum Blühen kommt. Ja. Auf den Mahdflächen nicht, auf den Weideflächen nicht. Und dann ist irgendwann mal Schicht. Ja. Ja? Und ich bin überzeugt davon, dass das diesen enormen Break ausgemacht hat. Mhm. Wenn man dann noch weiß, dass allein bei den Zikaden ein Viertel dieser sehr großen Insektenfamilie wirtsspezifisch ist. Mhm. Und wenn ich dann eben etwas mehr Stickstoff gebe auf meine Flächen und das ist dann erreicht nach der dritten Gülledusche spätestens, dann fallen bestimmte Gräser einfach weg. Die sind dann nicht mehr da. Mhm. Und dann merken wir ja gar nicht, also an denen, warum sind die so wichtig, an denen legen die wirtsspezifisch ihre Eier ab. Mhm. Ja? Und dann ist nichts mit Eier ablegen und dann war es das. Mhm. Ja? Und diese Interaktion, sich derer bewusst zu werden, dazu gibt es jetzt einen ganz genialen Film. Okay. Der heißt nun Die Wiese. Mhm. Und der Biologe Jan Haff, der den gedreht hat, also mit ganz viel Kenntnis, mit ganz viel Herzblut, also insofern wirklich ganz toll, von Beweidung und Koevolution hat er jetzt nicht so viel Ahnung, aber was durch diesen Film wirklich deutlich wird, ist, wie wir diesen Lebensraum Wiese und Weide eben brauchen, damit die Insekten ihre Möglichkeit haben, ihre Lebenszyklen darin tatsächlich auch zu leben. Mhm. Ja, weil unsere Ackerrandstreifen, das ist Futter, aber eben dann nur temporär und reicht dann eben wieder nicht als Lebensraum, um sich auch zu vermehren. Also insofern viel, viel Luft nach oben. Mhm. Vor allem, wenn die Ackerrandstreifen dann, damit sauber ist, auch noch dreimal im Jahr gemulcht werden. Ja. Ich fasse nochmal zusammen, das heißt, wenn wir dem Gras genügend Energiesammelfläche lassen, dann bleibt die Wurzel erhalten und es geht einfach weiter, anstatt sie muss wieder was regenerieren. Mhm. Dadurch kriegt sie unter Umständen auch tiefere Wurzeln und das Potenzial der Bodenfruchtbarkeit steigt und es auch des Neuaufwuchses steigt. Mhm. Vielleicht gibt es noch einen zweiten Aspekt, der wichtig wäre, wenn ich jetzt anfangen will. Ja. Wichtig ist natürlich, wir in unseren Breiten, verglichen jetzt mal mit dem Sahel oder Namibia, wir sind natürlich in der immer noch privilegierten Situation von Klimaverhältnissen, wo wir uns durchaus mal leisten können, dass wir mal tatsächlich die Graspflanze etwas stressen, indem wir sie auch mal kürzer nutzen lassen. Mhm. Das Paradebeispiel ist der letzte Herbst, wo eben im Sommer so wenig Futter war. Mhm. Da habe ich allen Rindern gegönnt, dass sie im Oktober bis in den November sich dann noch als Nagetiere beschäftigen dürften. Die haben Luft und Licht getankt, ehe sie dann in den Stall kamen. Mhm. Uns sollte nur bewusst sein, dass wir dadurch bewirkt haben, dass diese Weideflächen und jede einzelne Graspflanze mit weniger Power ins nächste Frühjahr geht, in die nächste Vegetationsperiode, als es für sie allein gut ist. Aber genauso kompromissfähig muss man eben sein in seinem Handeln.
Und ja, zweiter wichtiger Punkt ist natürlich, ich schwärme hier vom Beweidungsmanagement und wer soll das alles machen? Mhm. Also für mich gehört ganz klar dazu die Überzeugung, wer tatsächlich gut mit Weidetieren hantiert und die dann auch als Nutztiere nutzt, da finde ich, gehört der Begriff auch hin, gehört natürlich ganz anders gefördert. Mhm. Es ist ja auch ein Mehraufwand, wenn ich dann öfter umtreibe, wenn ich da Menschen zu brauche, je nachdem, wie ich das mache. Low Stress ist ein Stichwort, dann brauche ich jetzt nicht die vielen Menschen, aber es sollten schon immer welche da sein, die eben, und zwar zu dem Zeitpunkt und wirklich um 14 Uhr, und nicht, ich habe meine Tiere zu 13 Uhr schon mal da eingefercht und warte und warte und warte und dann geht es doch erst um 17 Uhr weiter, geht gar nicht. Mhm. Also mit anderen Worten, das ist ein hoher Anspruch, dem man da ausgesetzt ist. Und das braucht auch eine angemessene Bezahlung auch wieder für die, die mich unterstützen. Und das bedeutet ganz klar eine Förderung. Ich bin ja sozusagen nicht sesshaft. Mhm. Ich bin ja ganz viel unterwegs von Betrieb zu Betrieb, wo ich dann am Küchentisch, im Stall, auf der Weide Nektar sauge und das entsprechend auch wieder verbreiten kann und weitertragen kann. Und Menschen, ich bin ja leidenschaftliche Netzwerkerin, ne? Also das dann vernetzen kann. Aber die, die es wirklich sesshaft dann machen, ja, haben den Anspruch darauf, mehr Steuergelder zu bekommen, denn das Geld ist ja da. Mhm. Die Frage ist, wofür wird es ausgegeben? Genau. Ja, das Geld für den Agrarbereich ist da. Es ist auch jetzt noch der Batzen im EU-Haushalt. Absolut. Und wenn man das sieht, es steht im jetzigen, im nächsten GAP-Entwurf, steht unglaublich viel im Landwirtschaftsklima, im Landwirtschaftskapitel für das Thema Klima. Das sind alles technische Ansätze. Mhm. Und es ist meistens end of the pipe. Und das ist wieder reparieren. Mhm. Nein, wir, hier tobt das Leben. Ja? Aber zum Leben gehört eben das Soziale dazu. Und das ist mir so wichtig. Mhm. Es gehört eine ganz andere Förderung für Betriebe, die entsprechend so unterwegs sind. Mhm. Ja? Und wenn ich dann höre jetzt wegen dem Wolf, ist jetzt hier auf den Öko-Feldtagen Thema Weidehaltung, geht das überhaupt noch? Ja, dann muss ich alles tun, um es möglich zu machen. Mhm. Und zwar präventiv. Ja? Wir hätten gleich von Anfang an nicht erst den Wolf anfüttern, damit er die Erfahrung macht, wie einfach das ist, da so Schafe zu kriegen. Und für das Reh muss er mehr Aufwand leisten, sondern dass er diese Erfahrung erst gar nicht macht. Mhm. Ja? Und in den meisten Fällen geht das eben mit Zäunen. Mhm. Ja? In anderen Fällen, Wanderschäferei, geht das nicht. Das wären dann die Herdenschutzhunde, die unterstützt werden müssen. Aber das gehört dazu. Wenn ich mich also hinstelle, ich jetzt, ne, also als nicht mit den Händen im Boden unterwegs seiende, nicht sesshafte, dann muss ich entsprechend auch wollen, dass eben von meinen Steuergeldern dafür dann eben auch Geld in die Hand genommen wird, wie es immer so schön heißt. Nein, ausgegeben wird an die, wo es hingehört. Also auch für die gesellschaftliche Leistung, die dann erbracht wird, ein Ausgleich und nicht eben End of the Pipe oder technische Solutions, sondern mit dem Leben arbeiten. Das ist ja sowieso die Forderung, also die besteht ja auch vom Ökolandbau aus, klar zu sagen, wir müssen dahin kommen, dass eben öffentliche Gelder auch wirklich nur noch für enkeltaugliche Leistungen, ja, für die Zukunft investiert werden. Und wer da eben überhaupt nicht mitzieht, ist der Deutsche Bauernverband. Also ich habe bei dem Ökotag auf der Grünen Woche, jetzt im letzten Januar, erlebt, wie Felix Löwenstein als Vorsitzender vom BÖLW sich bemüht hat, aus dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes ein Miteinander herauszukriegen, ein Bewirken. Was sind unsere gemeinsamen bäuerlichen Forderungen gegenüber der EU-Kommission? Und da kam wirklich nichts. Und er hat wirklich gerungen. Es kam immer nur als Antwort, jetzt warten wir doch mal nächste Woche ab, dann macht die EU-Kommission einen Vorschlag. Keine klaren Forderungen, nämlich genau das, worüber wir hier jetzt reden, mit Zahlen versehen, mit Preisen versehen. Mhm. Was heißt das, damit ich von meiner Arbeit ein
angemessenes Einkommen habe und damit so auch weitermachen kann und auch in die nächste Generation. Das wäre ja der Anspruch. Ja. Ja. Also positiv gesagt, es ist genug Geld da, die Power ist da. Wir brauchen, also sage ich jetzt natürlich aus meiner Sicht auch dir gegenüber, wir brauchen junge Menschen, die eben jetzt da einsteigen und zwar auf den verschiedenen Ebenen, mit selber machen, mit aber auch den entsprechenden Nutzung sozialer Medien, um das eben auch anders zu verbreiten. Ja, für die Begeisterung, da kann ich schon auch immer noch einen Beitrag zu leisten. Ja, sehr schön. Genau, das möchte ich auch nochmal betonen, dass es hier nicht um Bio geht, sondern es geht um Bauern und Bäuerinnen. Und da sitzen die Konventionellen, die Bio, egal welche Sparte, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wir haben alle Arbeiten mit dem Boden. Und da brauchst du dieses, okay, wie können wir gemeinsam für die zukunftsfähige, enkeltaugliche, wie auch immer genannte Landwirtschaft, die uns unsere Böden fruchtbarer macht, unsere Höfe wieder belebt, attraktiv macht für die junge Generation, wie können wir das gemeinsam stemmen? Gut, für mich ganz klar gehört zu diesem gemeinsam Stemmen eben die biologischen Potenziale nutzen und wer tut das im Augenblick am meisten? Die ökologische Landwirtschaft und die jetzt aus meiner Sicht sich daraus jetzt auch weiterentwickelnde regenerative Landwirtschaft. Es sind diese Grundprinzipien, die eigentlich all das umsetzen, was das Grasland über Jahrmillionen und Jahrtausende schon mitgebracht hat. Da sind wir bei der permanenten Bodenbedeckung. Grasland ist nicht nur die größte Permakultur, ist auch die größte Mischkultur auf der Welt. Und mal ohne Kultur, ohne uns entstanden, vor uns, ja, bevor sich Menschen sesshaft gemacht haben. Und dieses Wissen, was wir da der Natur abgucken können, nutzen und übertragen letztendlich auf den Acker- und Gemüsebau. Da ist ganz viel Potenzial. Das sind die Fruchtfolgen, das sind die Mischkulturen. Also insofern, da kann man ganz viel lernen. Und ja, aus meiner Sicht ganz klar, das macht derzeit am meisten Betriebe, die eben ökologisch arbeiten. Aber das muss sich weiterentwickeln. Und das muss sich vor allen Dingen auch in der Forschung in diesem Sinne weiterentwickeln. Und da läuft natürlich Bio Gefahr, zu konventionalisieren im Sinne von wieder vereinfachlichen. Und dann klappt es nicht. Ja, die positiven Effekte werden wir nur in Mischkulturen und so weiter auf Dauer nutzen können. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn das so ist, liked und subscribed und bis zum nächsten Mal. Danke. Dankeschön.